Willkommen zu einem neuen Kalle Report auf dem Speed Loop Special Power Breakdance Channel von Smilo Dogs. So, wir haben eine wunderbare Aktion für euch, und zwar bei Neosubs gibt es für euch die 4:3 Aktion. Das bedeutet, wenn ihr 4 Artikel in den Warenkorb legt, ist der günstigste umsonst. Als Beispiel, oder wenn ihr schlau seid und viel Eiweiß verbraucht, holt euch die 2 Kilo Dosen vom Clear Isolat. Wenn ihr davon 4 Stück bestellt, kriegt ihr eine gratis, also ihr bezahlt nur 3 und spart somit knapp 80 Euro als Beispiel. Ansonsten, wie gesagt, 4 Produkte, 1 umsonst. Viel Spaß beim Shoppen. Verwendet die Athleten-Lieblingscodes von euch. In meinem Fall ist es nach wie vor Code Heiko. Und ihr unterstützt natürlich den Kingdom damit in allem, was er tut. So, kommen wir zum ersten Thema. So, dann sei auch noch ganz kurz die Aktion von Smilo Dogs erwähnt. Dort bekommen die Damen 18 neue Scrunch-Sets. Und bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro bekommt ihr auf eure Bestellung 20% Rabatt mit euren Athleten-Lieblingscodes, in diesem Fall auch Heiko. Und es gibt den Yoga-Block oder das Fitness-Loop, was das auch immer sein mag, gratis dazu bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro und 20% obendrauf mit Code Heiko. Lasst euch die Aktion auch nicht entgehen, gerade die Damen. Und ich kann schon anteasern, es wird eine neue Big Boys-Kollektion geben in naher Zukunft. Vielleicht schon nächste Woche, wir werden sehen. Also das ganz kurz zur Werbung. Heute ist es mal Big Ronnie Coleman, der 8-fache Mr. Olympia, der, wo die meisten von euch wissen, so gesundheitliche Probleme hat, die aus seiner sportlichen Karriere herrühren. Starke Rückenschädigung, Schmerzen, jahrelanges Schlafen oder Nichtschlafen mit Schmerzen und so weiter. Wie gesagt, die Verletzung, die hat er ja schon in seiner Football-Zeit teilweise gehabt, hat die mit ins Bodybuilding genommen. Dort ist es dann schlimmer geworden durch die extrem schweren Gewichte, die er bewegt hat, und durch das Denkmal, was er sich gesetzt hat, weil für die meisten ist Ronnie Coleman nach wie vor der beste Bodybuilder aller Zeiten. Dem schließe ich mich auch an übrigens, und das hat halt dann auch seinen Tribut gekostet, wenn man in dem Level arbeitet. Jetzt werden natürlich einige wieder sagen, ja, seht ihr, wir haben noch gesagt, Leistungssport und so. Bloß, das könnt ihr geistig gar nicht umsetzen, die das sagen, in welcher Liga der gearbeitet hat. Da seid ihr Lichtjahre von entfernt und werdet das nie erfahren können, so schwer ihr auch trainieren mögt. Also wie gesagt, das ist eine ganz andere Nummer, was der Mann gemacht hat. Und wie gesagt, dadurch hat er vor seinem ersten Mr. Olympia, glaube ich, schon den Bandscheibenvorfall gehabt. Den ersten hat er damit 8-mal den Titel geholt. Und das ist doch mehr als spektakulär, also aus Liebe zum Sport. Und Ronny hat nie aufgegeben, dran zu hoffen, dass er wieder jetzt ohne Krücken laufen kann, weil Ronny benötigt tatsächlich momentan Gehhilfen bzw. Krücken. 2014 wurde seine komplette Hüfte ausgetauscht, und trotzdem hat er natürlich dann weiterhin Schmerzen gehabt. Hat dann versucht, seit ca. 3 Jahren in Mexiko mit einer Stammzellentherapie zu arbeiten, die die Schmerzreizsetzung etwas eingedämmt haben. Aber das Rätsels Lösung war es auch nicht, also es ist jetzt nicht alles weggegangen davon. Jetzt versucht er in Abu Dhabi sein Glück. Dort hat er eine Therapie begonnen oder hat dann Therapeuten, der dort andere Ansätze sucht. Und zwar geht der auf die Fehlbelastung der Hüfte durch dieses durch die Schmerzreizsetzung arbeitet ja der Körper gegen, durch eine andere Körperhaltung, um etwas angenehmer laufen zu können oder gehen zu können. Und dadurch ist natürlich manche Muskulatur überbelastet. Und jetzt wird da versucht, faszial, also mit den Muskelfaszien, die wieder fürs normale Gehen zuständig sind und gegenarbeiten sollen, zu arbeiten. Dort versucht man, Lösungssätze zu finden in Form von Rotlicht. Und Rotlicht? Soll jetzt Zuhälter werden? Nee. Nee, ist bestimmt die Lampe gemeint. Und Akupunktur. Die 2 Sachen, die sollen ihm helfen,
diese Muskulatur richtig anzusteuern. Dann wurden noch diverse weitere Behandlungsmethoden angewendet, um die Faszien dementsprechend zu stimulieren, dass die Muskulatur wieder etwas entspannter sein kann und arbeiten kann. Und Ronny hat nach wie vor die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das tatsächlich ihm hilft, auch mal ohne Krücken wieder laufen zu können. Und alle, die Ronny so ein bisschen verfolgen, die wissen, dass er ein Kämpfer ist. Er geht jeden Tag ins Training. Er ist mega diszipliniert. Er ist ja auch mittlerweile schon 59 Jahre alt. Aber das ist so mehr als Vollblut-Bodybuilder. Der liebt diesen Sport. Der würde alles dafür geben und hat alles dafür gegeben. Und davor verneige ich mich und ziehe meinen Hut, weil da den größten Respekt, so ein Mann in so ein Level vorzudringen, wo die meisten Schnarchnasen, die hier zugucken, nicht mal ansatzweise dran kratzen können, geschweige dran denken können. Ne, die können immer nur schießen und haten, aber das machen sie ja eh gegen alles, also ist das auch egal. So, das vielleicht zu Ronny. Ich wünsche ihm auf alle Fälle alles Gute und dass es wirklich klappt, dass er auf seine alten Tage nochmal richtig laufen kann wieder und den Ruhm, den er eingefahren hat, genießen kann. Das wünsche ich ihm, weil er Spaß am Training hat, am Bodybuilding und das bis zu seinen Lebzeittagen oder bis zum Ende seiner Tage durchziehen kann. Ja, das vielleicht ganz kurz dazu. So, dann hat Nick Walker sich zu Wort gemeldet und gab seine Wettkampfpläne für 2024 bekannt. Nick Walker, wenn wir mal so ein bisschen in die letzten Jahre reingucken, hatte 2021 die Arnold Classics gewonnen. Dann wollte er das Jahr darauf gerne den Titel verteidigen, aber dort hat sein Trainer, also sein Coach und Vorbereiter Matt Jansen, ihm davon abgeraten. 2023 wiederum, nachdem das Preisgeld auf $300.000 in der offenen Klasse angehoben wurde, hat er sich entschlossen mitzumachen. War dort auch für viele der Titelanwärter gewesen, also der Favorit. Wurde dann aber von Samson Dowder geschlagen, wie alle, die sich damit beschäftigen, wissen. Und angeblich wegen einer schlechteren Form als beim Olympia 2022, die er gebracht hat. Und Samson hatte sich wohl stark verbessert zu diesem Wettkampf. Deswegen haben sie Samson den Titel holen lassen. Nick hat dann zwar so eine Reihe von kleinen Zugeständnissen in Form von Nebenpokalen bekommen. Das war einmal gewesen der People's Choice Award und einmal letztes Jahr bei der Arnold Classics der Most Muscular Award. Aber das hat immer noch nichts mit den Titeln zu tun. Also die Haupttitel oder das Gewinn der Shows, das blieb ihm halt verwehrt. Für dieses Jahr will Nick tatsächlich die Arnold Classics auslassen, aber dafür bei der New York Pro Show starten. So viel ich weiß, bereitet sich Tim Budesheim auch darauf vor. Also ist dann für Tim die Titelchance dann auch dahin, würde ich sagen. Aber für Tim geht es ja eh nicht ums Gewinnen dort. Für Tim geht es darum, so weit wie möglich vorne zu landen, wenn es geht im Finale. Das wäre ein Traum für ihn und für seine ganzen Fans, inklusive mir. Und ich denke mal, bei entsprechender Form, die Nick momentan zeigt und sich nicht weiter verletzt, sollte er das Ding einfahren und dann möchte er nur noch die Mr. Olympia Show mitmachen. Den Special Invite hat er übrigens nicht bekommen, den er beantragt hatte. Er wollte ja gern, dass durch sein verletzungsbedingtes Ausbleiben beim letzten Mr. Olympia, er hatte sich da im Beinbeuger ein paar Fasern gerissen, die nachts beim Krampfen gekommen sind. Kenne ich so gut, ist mir selber auch passiert. Also das durch Krämpfe im Muskeln reißen, das gibt es wirklich sowas. Und bei mir ist es kurioserweise auch im Beinbeuger passiert. Bei Nick, wie gesagt, die Einblutungen zu stark waren und das Geschwollene hätte ihm oder wäre sehr hinderlich gewesen bei der Mr. Olympia. Deswegen hat er die abgesagt, logischerweise, logische Konsequenz daraus. Und will das ausheilen lassen, ist jetzt ausgeheilt, hat sich wieder vorgekämpft. Nick ist mittlerweile 29 Jahre alt, also immer noch ein sehr, sehr junger Athlet.
hat sich so extrem entwickelt in den letzten 6 Jahren, würde ich sagen, wo ich ihn beobachte. Das ist schon echt Wahnsinn. Also Vollblut-Bodybuilder und einer der massivsten Freaks, die wir im Open Bodybuilding haben. Und deswegen freue ich mich, wenn er auf der Show in New York steht und das Ding dann einfährt. Wie gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann, wenn wir ihn dann gesund und munter auf der Mr. Olympia sehen können mit den ganzen anderen Kontrahenten in der offenen Klasse, weil das ist natürlich Urlaub für kalles Augen. Und da freut er sich sehr, wenn er dann die Fleischmonster sieht, weil man muss tatsächlich sagen, das Niveau in der offenen Klasse beim Mr. Olympia hat sich wieder angehoben. Da gab es mal eine kleine Flaute vor ein paar Jahren. Und das hat sich dann wieder in die richtige Richtung von den Fleischtieren entwickelt. Natürlich fehlt uns so ein Ronnie Coleman oder Phil Heath momentan. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und der Nachwuchs schläft nicht. Also da kommen wieder ordentliche Leute ran. Es sind viele Leute motiviert. Leider gibt es aus Deutschland momentan nicht so einen Freak. Aber die Jungs arbeiten alle hart dran. Wir werden sehen, was passiert oder ob jetzt noch ein junges Talent nachkommt oder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, Nick Walker auf der New York Pro Show. Und dann war es das, glaube ich. Bei anderen Shows werden wir ihn nicht sehen. So Leute, kommen wir zur Arnold Classics. Einer der wichtigsten Wettkämpfe, die jetzt demnächst ausstehen. Und zwar wird nächsten Monat die Arnold Classics stattfinden im März. Und dort waren wirklich tatsächlich endlich mal wieder einige Hochkaräter gemeldet gewesen, weil in den letzten Jahren hat man das ja immer so ein bisschen, nicht mit der B-Auswahl gefüllt, aber die Top-Leute, so wie früher, die lückenlos dort angetreten sind, das war dann halt nicht der Fall. Nur hatte man ja letztes Jahr, wie gesagt, die Preisgelder hoch angezogen, dadurch gab es ein paar Nachmeldungen, aber dieses Jahr zum Beispiel haben so in ein paar unwichtigen Unterklassen viele Athleten ihre Zusage zurückgezogen. Ich dachte, das gibt es nicht mehr, aber es gibt es tatsächlich. Und dann werden wir zum Beispiel bei den schweren Jungs einen Nick Walker nicht sehen können, wie ich gerade erwähnt hatte. Dann hatte Andrew Jack abgesagt, er fühlt sich nicht bereit. Der Nigerianer, der hat ja, oder Ghanese oder Nigerianer, ja, jedenfalls da irgendwo kommt der her. Der hat letztes Jahr die Top 3 geknackt und ich denke mal, dieses Jahr hätte es ähnlich sein können. Aber hätte Fahrradkette, jetzt ist er nicht dabei. Wahrscheinlich, weil Rubil Mosquera, unser Neuprofi, zugesagt hatte, der absoluter Sympathieträger ist, wie ich meine, also kommt total nett und zurückhaltend rüber. Finde ich richtig klasse, dieses Monster wächst und wächst und wächst. Ich glaube, der hätte da einigen Leuten das Leben schwer gemacht und wäre eine Bereicherung gewesen für die Arnold Classics, ohne Zweifel. Der musste jetzt aber leider auch kurzfristig letzte Woche absagen. Genau nachdem ich den Color-Report abgedreht habe, habe ich nämlich die Info bekommen. Und deswegen sage ich es euch jetzt, Rubil Mosquera wird auch nicht da sein. Bei ihm ist das Problem, dass er kein Visum bekommt, weil er ist Kolumbianer. Und vielleicht denken die, der ist, keine Ahnung, verwandt mit Escobar oder so und wollen den nicht ins Land lassen. Nein, Spaß beiseite. Das ist wirklich extrem schade, weil der Junge hat sich vorbereitet. Und wer ihn mal live gesehen hat, der weiß, was das für eine Maschine ist und wie er sich auch weiterentwickelt momentan. Das ist einfach brutal, das ist geil. Da guckt der Fachmann gerne zu. Und wie gesagt, für mich hoffentlich irgendwann in naher Zukunft ein Mr. Olympia im Schwergewicht. Weil er hat so absolut den Freak-Faktor und ist trotzdem, viele finden ihn nicht ästhetisch. Ich finde, für einen massigen Athleten finde ich den extrem ästhetisch, ne? Viele können halt mit dem Beinvolumen nichts anfangen, weil das in ihre geistige Vorstellung nicht reinpasst, dass ein Bein so aussehen kann. Und ich drücke Rubil trotzdem die Daumen, dass er sich jetzt bei irgendeiner Show qualifiziert und beim Mr. Olympia stehen kann. Das wäre eine richtig fette Maßnahme, sollte ihm aber auch gelingen, denke ich mal.
Vielleicht versucht er sogar bei der New York Pro Show, sich neben dem Nick Walker zu stellen. Das wird man alles sehen. Das wäre natürlich, da würde natürlich die Show wieder an Ansehen noch mehr gewinnen, wenn da so eine Hochkaräter aufkreuzen. Das wäre ja schon fast ein Grund, rüber zu fliegen und sich das Ding anzugucken, live. Weil die New York Pro Show, da geht immer gut was ab. Da ist auch immer gut Party im Haus, wenn dann die richtigen Viecher auf die Bühne kommen, da die richtigen Fleischklopse. Ja, das fetzt. Also wie gesagt, das zu Rubil, der ist out of order und kann leider nicht starten. Dadurch ist natürlich das gesamte Starterfeld schon wieder ein bisschen uninteressanter geworden. Ich denke mal, wird eine klare Sache werden zwischen Samson und Hardy. Hardy sieht sehr, sehr gut aus zurzeit. Samson sieht sehr, sehr gut aus zurzeit. Ich bin gespannt, wer es auf den Punkt bringt und wer seine Schwächen ausgemerzt hat. Bei Hardy sieht es so aus, als ob er tatsächlich im Rückenbereich viel tun konnte. Und das war ja das, was man bei ihm angemeckert hat bei Mr. Olympia, dass seine Rückenansicht nicht so perfekt ist wie vorne. Wie gesagt, wird sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wer sich das Preisgeld einfährt. Wir werden es in einem kostenlosen Livestream verfolgen können. Die Leute, die nicht die Gelegenheit haben, vor Ort zu sein. Und das sind ja die meisten von uns. Deswegen, gute Sache. So. Dann vielleicht noch zum Schluss ganz kurz aus was Regionales. Wir haben eine kleine Schlammschlacht zwischen zwei Online-Coaches oder zwei ziemlich bekannten Gesichtern der Bodybuilding- und Fitnessszene. Und zwar ist das zum einen Max Matzen, macht mal wieder von sich reden, und zum anderen Alexikon alias Doc Alex. Die beiden, die sind so etwas im Clinch, da gibt es Ungereimheiten über frühere gemeinsame Projekte. Tiefer will ich darauf gar nicht eingehen, weil ich der Meinung bin, das reicht als Info, dem muss man nicht mehr Plattform geben, um da weiter ins Detail zu machen. Es ist eine kleine Schlammschlacht, das sollen sie unter sich austragen. Ich werde euch bekannt geben, wer der Gewinner ist, wenn das Ding vorbei ist, und damit würde ich es dann auch schon belassen. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und zu liken und zu teilen. Checkt nochmal die eingangs erwähnte Aktion von Neosubs ab. Habt viel Spaß mit den Produkten, und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit Peace and Love and Rock'n'Roll. Euer King Kalle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.